wie mein Leben verlaufen wäre ohne Fußball. Vielleicht heute wäre ich irgendwo Abteilungsleiter bei der Allianz, denn da habe ich die Versicherungsbranche gelernt. Oder man hätte mich schon mit 60 entlassen oder was. Also gar nicht vorstellbar, mein Leben ohne Fußball. Unvorstellbar auch der deutsche Fußball ohne ihn. Ohne die Lichtgestalt. Seit einem halben Jahrhundert Trendsetter und Werbeikone. 1973 kommt er zum ersten Mal nach Dresden mit dem FC Bayern. Nach dem Duell mit Dynamo gibt's auch typisch Beckenbauer kaiserliches Lob. Wenn man den Maßstab von Dynamo Dresden hernimmt, dann kann man sagen, dass die DDR-Fußballer doch mit zur europäischen Spitze gehören. Seit diesen legendären deutsch-deutschen Begegnungen gibt es auch einen Beckenbauer des Ostens. Ihn hier, Hans-Jürgen Dixi Dörner. Weil die Spielweise von Franz Beckenbauer und mir praktisch so ein bisschen sich geändert hat. Eleganz, Technik, Übersicht. Deckungsgleich übrigens ihre Bilanz bei den Eigentoren. Jeder traf in seiner Karriere viermal ins falsche Netz. Was beide ausgezeichnet hat, dieser Schuss Lässigkeit. Für Kritiker eher eine Spur Arroganz. Dabei kommt das nicht von ungefähr. Ich denke, eine Persönlichkeit wirst du nicht. Du bist eine Persönlichkeit. Du wirst auch mit einem bestimmten Charakter geboren und mit diesem Charakter gehst du durch dein ganzes Leben. Mit der WM 1966 wird er zur öffentlichen Person. Vier Frauen, fünf Kinder, offiziell. Ein Leben mit und in den Schlagzeilen. Was aber weiß man wirklich über ihn, über den Kaiser? Sie gelten als ein Großverdiener des Sports. Wie viel verdienen Sie pro Jahr? Wissen Sie, die Frage hätte eigentlich nicht kommen dürfen, denn diese Frage habe ich noch niemandem beantwortet. Unbeantwortet blieben auch ganz andere Fragen zur WM-Vergabe 2022 oder zu diesem Vertrag mit den Russen. Aber richtig krumm nimmt ihm wohl niemand etwas. Er hat sehr viel Charme, auch in seinen Aussagen, und man kann ihm kaum was übel nehmen. Na dann, alles Gute zum 70.